Hallo allerseits und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute ein bisschen klassische Literatur vorstellen, genauer gesagt Der Name der Rose von Umberto Eco. Es ist ein Buch, was durchaus spannend ist, aber auch so seine Längen hat. Es hat seine Höhen und Tiefen und seid gewappnet für ein bisschen Latein. Es geht in dem Buch um den Benediktiner-Novizen Adlaus von Melk im Jahre 1327, der zusammen mit William von Baskerville durch die Gegend zieht und genauer gesagt in diesem Fall zieht es sie in Richtung einer Abtei in Italien, wo sie Morde aufklären sollen. William Baskerville ist sehr bekannt für seinen scharfsinnigen Geist und so ist es nun an ihn, mithilfe seines jungen Novizen, eine Reihe von Morden aufzuklären, die eben in einer Abtei passieren. Allerdings stellt sich schnell heraus, dass irgendwas in diesem Kloster nicht ganz normal läuft, nicht ganz so läuft, wie es vielleicht laufen sollte und dass es viele Geheimnisse gibt und vielleicht einige davon auch sehr, sehr dunkel sind. Allen voran das Geheimnis um die Bibliothek. Diese Bibliothek darf nämlich eigentlich niemand betreten, außer dem Bibliothekar. Viele Mönche scheinen auch noch nie drin gewesen zu sein und um die Bücher darin wird ein großes Gehabe gemacht. Und nach sterben immer mehr Mönche. Aber es scheint, als ob sie nach dem Muster der sieben Posaunen der Apokalypse sterben, was natürlich die Frage aufwirft, ist hier einfach nur ein rachsüchtiger Mönch, aus welchem Grund auch immer, am Werk oder wird hier sogar ein göttlicher Plan ausgeführt? Ja, das, was ich jetzt so wunderschön kurz zusammengefasst habe, erstreckt sich in Wahrheit über etwa 750 bis 760 Seiten. Das Buch geht auch als Spiegel der Zeit. Was die italienische Politik angeht, kann ich euch dazu nichts sagen. Die habe ich nicht erkannt, weil ich mich mit italienischer Politik im 20. Jahrhundert nicht auskenne. So alt ist das Buch nämlich tatsächlich gar nicht. Das Buch spielt zwar 1327 und das Vorwort des Autors tut auch so, als ob er irgendwelche verschollenen Manuskripte gefunden hätte, in denen eben diese Geschichte niedergeschrieben wird. Ich muss zugeben, ich musste das vorher googeln, ob das real ist oder fiktiv. Ja, eine Einführung, die ich persönlich extrem unnötig fand. Aber auf jeden Fall ist das Ganze dann auch sprachlich sehr altertümlich geschrieben. Die Sätze des Buches sind unheimlich lang. Also wirklich kurze Sätze kommen fast nicht drin vor. Oft genug sagen die Leute auch irgendwas auf Latein. In vielen Fällen gibt es hinten im Anhang eine Übersetzung der Passagen. Es gibt aber auch etliche Stellen, wo was auf Latein gesagt wird, was nicht übersetzt wird. Ob der Autor davon ausgeht, dass wir alle Latein in der Schule hatten und deswegen so ein bisschen Basic-Latein verstehen oder er denkt, das ist für die Handlung sowieso nicht wichtig, weiß ich nicht. Es gibt zwischendurch auch noch ziemlich viel Clinch zwischen der Abordnung des Papstes. Es ist Johannes der 7., glaube ich, der in dem Buch vorkommt und dem Kaiser und ja, also so ein bisschen weltliche Macht versus kirchliche Macht spielt nicht nur eine kleine Rolle, sondern eine sehr, sehr große. Die verschiedenen Ketzerabordnungen spielen auch eine große Rolle. Also falls ihr vorher nicht wusstet, welche ketzerischen Gruppen oder vermeintlich ketzerischen Gruppen und so weiter es um 1327 gab und ihr das irgendwie wissen müsst, dann würde ich euch dieses Buch empfehlen. Ansonsten gibt es aber auch Passagen, muss ich zugeben, in denen entweder sehr, sehr, sehr viele Auflistungen verwendet werden, um ein kleines Phänomen zu beschreiben. Dann wird teilweise wirklich über eine Seite irgendeine Auflistung aufgeführt, die sich im Großen und Ganzen nur darum dreht, was gerade passiert. Inhaltlich hat man aber spätestens nach der dritten Wiederholung begriffen, was da gerade vor sich geht. Das hat mich manchmal ein bisschen angestrengt und ich muss zugeben, manche Passagen habe ich dann noch etwas flüchtiger gelesen. Allerdings, und das muss ich an dieser Stelle wirklich mal mit tiefstem Respekt sagen, der Autor ist schon ziemlich genial. Also, wie das Ganze am Ende aufgelöst wurde, fand ich zwar ziemlich enttäuschend, aber, also, William von Baskerville ist ja ein ziemlich scharfsinniger Mann und dann wird natürlich auch immer mal wieder ein Szenario dem Leser angeboten, in dem dieser Scharfsinn gezeigt wird, diese erstmal zu komponieren, aufzuschreiben und auch noch sinnvoll erscheinen zu lassen, ist wirklich eine erstaunliche Leistung. In vielen Fällen hätte man sich so denken können, okay, wie ist er da jetzt drauf gekommen? Es wird dann eigentlich immer erklärt und dann denkt man sich manchmal, ja, das ergibt schon Sinn. Und dann ist man manchmal von der Einfachheit überrascht, aber auch oft davon, wie aufmerksam Baskerville gewesen sein muss, also oder zumindest in diesem Buch war. Warum das Buch jetzt letztendlich Der Name der Rose heißt,
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also es gibt zwar sowas wie eine Erklärung in den letzten paar Sätzen des Buches. Ich fand das allerdings nicht ausreichend erklärend. Das fand ich sehr, sehr schade. Also wir fassen zusammen. Insgesamt ist es zwar ein spannendes Buch, was echt hochkomplex ist. Es hat eine unheimliche Informationsdichte. Es hat sogar eigentlich ganz coole Figuren. Ob man jetzt Frauen als Werkzeug des Teufels toll findet in dem Buch, sei natürlich dahingestellt. Es gibt sehr tolle Rätsel. Es ist alles sehr strukturiert gemacht. Der Autor muss unheimlich viel Zeit fürs Planen dieses Buches verwendet haben. Die lateinischen Passagen nerven aber extrem. Manchmal ist das Buch auch völlig unnötig lang in seinen Ausführungen. Die Auflösung fand ich ehrlich gesagt etwas enttäuschend. Also alles in allem kriegt das Buch von mir den silbergoldenen Bücherengel, weil ich zum einen teilweise echt beeindruckt von dem Buch war und es auch manchmal wirklich spannend war, es aber dann manchmal so anstrengend zu lesen war, dass ich es manchmal echt fast gegen die Wand hätte werfen können. Ja, aber man muss dem Genie definitiv huldigen. Der Name der Rose ist jetzt keine kurzweilige Urlaubslektüre, aber für jemanden, der Lust auf ein bisschen anspruchsvolle Literatur hat, ist das genau das richtige Buch. Ich hoffe, euch hat die Rezension jetzt gefallen und natürlich hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!